Gentlemen, it's good to see you. As you know, we've got something of a situation here. Way I understand it, Malden's coming down with a bad case of the Reds. Indeed. Russian forces have established a beachhead near the town of Lalice. If we don't clear them out right now, they'll be able to stage a full-scale assault from this position and drive us right off the island. But wait, let me guess. You can't send in the tanks, because that's just what they're expecting you to do. The roads are too well defended. That's the information we're getting from intel. So you want to soften them up with some kind of special demolition squad? That's the plan. Shall we say three men? Three men on their own against a well-defended enemy encampment? Three of our finest men. And that would be us? I wouldn't trust anyone else. Great. Na dann. Interdiction. Sie haben die Aufgabe, die sowjetische Präsenz im Grenzgebiet im Tal bei Lalice auszuschalten. Es gibt nur wenige Panzer, deswegen brauchen wir einen Experten wie Sie. Achtung, sehr steil. Sie sind Nummer 1 und beginnen auf dem Felsen bei FF60 hier. Okay. 2 nähert sich vom Meer her bei F161 und 3 beginnt an der gegnerischen Stellung bei FI64. 2 und 3 legen Minen um das Hauptlager des Gegners an der Kreuzung. Senden Sie Code Alpha als Signal für die Zündung der Minen. Finden Sie die patrouillierenden sowjetischen Panzer und schalten Sie sie aus. Plural, oje. Kehren Sie zum Treffpunkt im Norden zurück. Freigestelltes zweites Einsatzziel. Irgendwo in den Bergen befindet sich eine Einheit sowjetischer Raketenkanoniere. Schalten Sie sie aus. Irgendwo in den Bergen, also. Hier vor mir. 7. Juni 1985. Das liest sich ein bisschen wie 35. Schlimme Zeiten stehen bevor. Ich war nicht sicher, ob ich wirklich kämpfen würde. Diese verratzte Geschichte sah jedenfalls nicht nach echten Krieg aus, aber jetzt ist unsere Armee in Schwierigkeiten. Und genau für solche Fälle haben sie mich eingezogen. Normalerweise arbeite ich alleine und nachts. Jetzt muss ich schnell und effektiv sein. Der Einsatz muss unseren Panzerleuten ermöglichen, den Pass zu durchqueren, der von den russischen Horden bewacht wird. Unsere Panzer haben gestern versucht durchzukommen, wurden aber zurückgeschlagen und mussten schwere Verluste hinnehmen. Jetzt liegt es an mir, den Weg freizumachen. Und haben wir nochmal Einzelheiten. Die Panzer sind bei diesem Einsatz die Hauptziele. Warten Sie auf die T-80er. Im Lager gibt es noch andere Panzer, aber das kümmern sich drum 2 und 3, die RPG-Soldaten. Töten Sie alle RPG-Soldaten, die Ihnen begegnen. Ja, okay, verstanden. Das Gebiet ist schwer bewacht, seien Sie also vorsichtig. Wenn Sie entdeckt werden, müssen Sie mit Verstärkung rechnen. Also hier sind noch Raketensoldaten irgendwelche und T-80 in die Luft jagen. So, wir sind jetzt... Okay. So einer. Wir haben 3 Verzögerungsminen. Wir haben eine HK. Und... Ups, verklickt. Das wollte ich nicht. Dann wollen wir doch mal vorsichtig hier alles abchecken. Sind da runter irgendwo hier? Ah, da sind sie. Okay, wie viele Ziele sehen wir? Die sehen uns nicht. Und sie hören uns nicht. Da lebt noch. Ah, eine Flare. Komm. Ich krieg dich. Sehr schön. Another bunch of bad guys bites the dust. Am I good or am I good? Sehr schön. Ist auch gut umgesetzt, dass sie eigentlich gehört haben. Jetzt mal gucken, ob jemand kommt. Da fährt er. Da ganz am Ende. Und da ist... Ja. Infanteristen. Also, dann müssen wir erstmal dieses Lager hier gucken, ob da was Wertvolles liegt. Ups. One, this is two. Charges are laid. She's ready to blow. Keep her warm, too. We're still waiting for three. Okay. Don't want to go off half-cocked.
Na, stimmt, den Berg runter können wir nur kriechen, je nach Steile. Jetzt müssen wir mal gucken, was da noch an Infanterie da unten rumfährt. Ob wir die auch erwischen können. Ah, komm, ich will hier aufstehen und laufen. Na? Wir könnten doch eigentlich die auch anders zerstören, oder? Was haben wir hier? Nur Handgranaten. Okay, das bringt uns nichts. Aber wir könnten den RPG-Raketenwerfer aufnehmen. Und. Ist sie geladen? Nur einen Schuss hätten wir, oder? Okay, das ist interessant. Wir haben jetzt dafür. Aber jetzt die HK. Nee, die. Ich hätte gern die HK wieder. Ja, wir haben noch genügend Munition, aber. Na dann. Na komm. Oh, ich höre die. Oh, da ist Infanteriefeindliche. Müssen wir jetzt vorsichtig sein? Sauber. Die sitzt da halt irgendwo weg. Da ist Infanterie. Eins, zwei, drei. C3 auf Patrouille 4, oder? Nee, ja, 4. Ein Panzer, zwei Panzer, verstehe. Lass uns mal hier das Patrouillenmuster von denen angucken, ob hier noch was ist. Nein. Der fährt dann immer weg und hinter uns ist sauber. Eigentlich sollten wir die vier auch kriegen. Hinlegen. Laufen die wieder hier rum? Soll ich es riskieren? Komm. Gib mir eine gute Schussmöglichkeit hier. Oder fahren die jetzt weg? Und dann kommt dafür hier einer. Zwei. Okay, es sind immer wieder Patrouillen. Dann gehen wir mal langsam hier nach unten. Klar, jetzt müssen wir hier. Wenn wir den jetzt abschießen, dann sieht der Panzer, dass wir jemanden abschießen. Vor seiner Nase, das wollen wir natürlich nicht. Das hat auch mal geklappt. So, du hier kommst auch. Auch erledigt. Dann langsam vorarbeiten. Wir wollen sie doch nicht aufscheuchen. Also, ein Panzer ist stationär. Hat keine Infanteriebegleitung. Einer kommt immer wieder her. Das glaube ich. So ein Soldat, der sich herbewegt. Ja. Müssen wir aufpassen. Das bedeutet, die erste Mine können wir bei dem
einzelstehenden Panzer legen, wenn wir von hinten anschleichen. Für die andere Mine müssen wir wissen, wo sich der zweite hinstellen wird. Das war irgendwo hier. Okay. Zwei. Ah, okay. Das war jetzt blöd. Schade. Schade. Nein. Nein, nicht so. Ich möchte Bernd bitte laden. Ach, das ist schade. Also. Dann nehmen wir die Gruppe jetzt gleich raus. Oder? Will es nicht? Schneiden wir. Dann lassen wir mal die Gruppe kurz vorbeigehen, die da unten ist. So, die fahren dann weg. Und dann wollen wir mal langsam runter. Okay, da kommt da ein Einzelner. Zwei sehe ich in der Ferne. Und da hinten kommt der Panzer angedüst. Da müssen wir uns gleich merken, wo der hinstehen wird. Okay, zwischen Busch und Straße. Hier war noch einer. Hier war noch ein Infanterist. Wo versteckt sich der jetzt? Och, Leute. Oh, Mann. So, dann wollen wir mal da runtergehen und uns einen passenden Weg dafür suchen. Und, na, das sind da noch welche. Und mir gefällt nicht, wenn wir von hier jetzt runtergehen, sind wir doch zu sehr auf dem Präsentierteller. Ich würde es gerne eher... Hier ist das Gelände dafür günstiger für den Übergang. Hier über die Bäume. Hoffentlich werden wir aber nicht von hinten attackiert. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Also kommen wir an den stationären Panzer mutmaßlich von hinten ran. Und beim Mobil müssen wir gucken, wo der immer hinfährt. So. Observieren. Gut. Wir müssen eigentlich über die Straße rüberkommen und dann von der anderen Seite hin. Oder wir könnten gucken, wie fährt der? Fährt er auf der Straße? Dann probieren wir das doch so. Da auf der Straße fährt, dann können wir das ja anders regeln. Uiuiui.
Den müssen wir rausnehmen. Komm. Endlich. So, beide weg. Ups. Da kommt er wieder. So, jetzt will ich wissen. Wer da weg ist, dadurch. Hier. Ja, okay. Wir können uns also drauf verlassen, dass er diese Route nimmt. Dann können wir am Strand unten dann entlang abhauen. Wir müssen uns dann so positionieren, dass wir dort oben alles sehen. So, jetzt sollten wir kurz die Füße stillhalten, damit er nicht auf uns aufmerksam wird. Und nochmal kontrollieren, ob er da fährt, wo wir für ihn vorgesehen haben. Ja. Da ist jemand, aber der bewegt sich nicht, ist okay. Jetzt gilt es. Das sind Feinde. So, wo ist die? Dann schön hier aus dem Weg. Kommt wieder her. Uiuiui. Ich möchte eigentlich im toten Winkel an den ran. Einmal muss ich den da noch durchlassen. Es hilft nichts. Das ist heftig. Eine RPG haben wir ja noch für alle Fälle. Okay, komm. So, hier am Laufwerk. Nein, wir wollen einen Fernzünder benutzen. Jetzt brauchen wir eine bessere Position. Wir müssen ja ganz vorsichtig abziehen. Erst da unten können wir uns trauen. Es wird auch schon hell, das ist also höchste Zeit. Hopp, hopp. Ich möchte da Überblick haben. Geht doch. Ui. So. Und jetzt weg hier. Oh, bitte nicht, nee. Ui.
Wir müssen hier schnell weg. Schnell, schnell. Wenn wir gut genug hier rennen, dann kriegen die uns nicht. Bisschen die Lücke nutzen. Na? Die gefallen mir da nicht. Ich möchte mich mit denen jetzt nicht anlegen. Da ist er. Nee. Ich hab keinen Bock auf dich. Oh. Gott sei Dank. Das wäre jetzt so ärgerlich gewesen. Oi. Hat doch dann letztlich ganz gut geklappt. Die Operation war ein voller Erfolg. Und 2 T-80, ein Offizier, 2 RPG-Schützen, klar Besatzung, 2 Soldaten und ein MG-Schütze. Solide Ausbeute. Bis zum nächsten Mal.